Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen! Neues Eternal Evolution Video. Ja, und die Summit Arena öffnet ihre Pforten wieder. Das große PvP-Turnier, Event, ja, wie ihr es nennen wollt, steht kurz vorm Startschuss. Und ich wollte euch mal meine Teams zeigen, wie ich sie spielen werde, was ich mir dabei denke und warum ich sie so aufgestellt habe. Als allererstes auf jeden Fall nochmal hier oben sind ja die drei empfohlenen Heroes. Der ganz neue ist natürlich dabei, war zu erwarten. Ampu habe ich mir auch schon fast gedacht. Bailey, okay, nice, ist auch dabei. Sehr gut, haben wir. Die drei Helden bekommen quasi 30% mehr Attack, 30% mehr HP und 30% mehr Defense, was natürlich auch ein nicer Boost ist. Und ich habe jetzt hier für Team 1 habe ich mir quasi ein ja, Assassin-Team gebaut, was ich denke, was die neue Meta auch ein bisschen sein kann. Zumindest für Summit Arena dürften die Assassinen sehr stark sein. Ich habe jetzt von dem neuen leider erst auch eine Copy, werde aber am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, ihr werdet auch dann auf YouTube das Video sehen, ob ich Glück habe mit meinen Beschwörungen und ob wir ihn auf Immortal kriegen. Gerne an der Stelle auch ein Abo dalassen, damit ihr auch die weiteren Turner Evolution Videos natürlich nicht verpasst. Der Plan hierbei bei dem Team ist, Serena soll ein bisschen tanken und heilen und der Rest soll einfach quasi nach hinten springen und so viel Schaden so schnell wie möglich raushauen. Das quasi, den braucht ihr eigentlich nicht auf Crit Rate bauen, einfach Full Attack und Crit Damage. Der zieht sich ja über seine Buffs, die Crit Rate von den anderen Assassinen. Daher werde ich den dann auf 0% Crit Rate quasi spielen. Ja, den Commander benutze ich Kabal. Dark Summit hier für extra ein bisschen Boost. Bei Critical Attacks die Chance haben, dass dann nochmal mehr Damage rauskommt. Hier einfach quasi was mir am meisten Stats gibt. Und hier Horn of Healing. Das ist mein erstes Team. Dann gehen wir weiter zum zweiten Team. Das ist mein klassisches Vanguard-Leo-Team. Mit Leo vorne, Creed, Rez in der Mitte, hinten Masrani und Nafeng. Hagradon als Commander. Dann haben wir Painrune klassisch. Und das Prism-Amulett. Und hier auch einfach wieder das, was mir am meisten Stats gibt. Was aber falsch ist. Hier würde ich gerne Flashpoint haben. Yes. Und hier wollte ich das mit den meisten Stats haben. So. That's the way we like it. Weil hier habe ich keinen Heiler drin, wie ihr seht. Damit kommen wir auch zu Team 3. Team 3 ist mein Simona-Team. Mit Mooka vorne drin, dann Senray, dann Anpu, Sauvalei und Daniel. Geil wäre natürlich, wenn man auch noch Skua hätte, aber den habe ich leider nicht. Der wird auch nochmal ordentlich boosten. Ein Panda-Bär hier. Und Dominant Lucleus. Hier das noch drin, was mir am meisten Dinge gibt. Aber ich hoffe, dass ich jetzt schnell auch noch Twilight 15 fertig habe, dass ich dann hier das reinnehmen kann. Das neue, den neuen roten Prototyp, der für die Summoner ist. Das wäre natürlich sehr geil. Ja, Leute, das sind meine drei Teams. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Verbesserungen habt, ich bin offen für Vorschläge. Das ist jetzt erstmal nur, ich habe die noch nicht so explizit getestet. Das ist erstmal mein erster Gedanke, wie ich sie bauen würde. Werde sie jetzt aber auch noch mal ein bisschen näher testen und gucken, vielleicht ob noch irgendwas verändert werden wird. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Verbesserungen habt oder so, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich bin immer für Vorschläge offen, wenn ihr noch Ideen habt. Ihr kennt ja auch jetzt mittlerweile die Leute, die zum Beispiel mehr öfters schon meinen Kanal verfolgen und die Videos gucken. Ihr kennt ja auch so ein bisschen mein Champion Pool mittlerweile, sag ich mal. Und wenn da irgendwas Produktives bei rumkommt, würde ich mich sehr freuen. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben fürs Video. Vielleicht hat sich euch das ja auch inspiriert, eure Teams nochmal zu überdenken, überarbeiten. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Eternal Evolution Video. Peace, euer Resign 1.